SBS 2019. Wir sind am Stand von B&R. Neben mir Markus Sandhöfner. Und Markus, ich sehe, du hast uns einen Servoantrieb mitgebracht. Was hat es damit auf sich? Die Besonderheit dieses Servoantriebs ist es, dass hier nicht nur ein Motor verbaut ist, sondern dass wir den Servo-Umrichter, der voll kompatibel ist zu unserer Standard Akkopost Servotreifbaureihe, mit in den Motor integriert haben. Was ist der große Vorteil dabei? Dass von der Programmierung kann ich den Code, den ich für Akkopost Schaltschrankmontagedrives verwende, einmal geschrieben habe, jetzt auch wieder verwenden für die integrierte Baureihe. Und die integrierte Baureihe benötigt keinen zusätzlichen Schaltschrankplatz, weil der Servodrive direkt sich hinter dem Motor befindet und ich habe die Möglichkeit, die Kabellängen extrem zu verkürzen, teilweise um das Zehnfache, weil ich die Kabel in Reihe vertragen kann. Mhm. Und im Kabel selbst habe ich auf der einen Seite den DC-Bus, der transportiert wird. Ich habe Triggersignale und habe zusätzlich auch nochmal die Möglichkeit, über den Powerlink Echtzeitkommunikation zwischen den Antrieben zu betreiben. Der sieht sehr kompakt aus. Was ist das für eine Leistungsklasse, die du dort in den Händen hältst? Wir haben drüben an der Wand eine Leistungsklasse bis 4 Kilowatt und wir erweitern jetzt die Leistungsklasse unserer motorintegrierten Umrichter in den Bereich von bis zu 500 Watt nach unten. Okay, das heißt Runterskalierung. Was hat das für Vorteile für die Kunden? Der große Vorteil ist, dass ich die Möglichkeit habe, mit diesem Motor auf die Maschine selbst zu gehen, vor allem da, wo ich bewegte Antriebe habe und ich dadurch eine Erhöhung der Zuverlässigkeit habe, eine Einfachheit der Verdrahtung, die sehr kostengünstig ist. Und ich habe die Möglichkeit natürlich auch Kabel einzusparen, aber mit den Standardwerkzeugen, die ich in der Programmierung habe bei B&R, auch die motorintegrierten Umrichter 1:1 auch betreiben zu können. Sag uns noch, wie heißt das Produkt und ab wann wird es verfügbar sein? Das Produkt heißt wie unsere gesamte Antriebsbaureihe Akkopost, ist griechisch und steht für einfach. Und diese Baureihe heißt Akkopost Motor, weil der Servoumrichter mit dem Motor direkt verbunden wird. Die Verfügbarkeit ist ab Mitte nächsten Jahres der Fall. Du wirst die Möglichkeit haben, von wenigen 100 Watt, 100 bis 200 Watt bis 500 Watt in dieser Bauform mit der Umrichtergröße zu arbeiten. Wenn es dann in die nächstgrößere Umrichtergröße geht, Akkopost Motor, können wir dann stufen bis 4 Kilowatt. Sind dann von 500 Watt in dieser Bauform bis 4 Kilowatt unterwegs. Über 4 Kilowatt bieten wir dann Akkopost Servoumrichter an, die im Schaltschrank montiert werden, die aber von der Programmierung 1:1 kompatibel sind mit den integrierten Umrichtern.